Plakate hier vorne. Okay. Ja, herzlich willkommen, guten Morgen zu dieser ungastlichen Zeit am Samstagmorgen zum dritten Plenum des Kongresses. Das Plenum hat den Titel zwischen allgemeiner Soziologie und Spezialsoziologie, theoretische und empirische Herausforderungen der heutigen Wissenssoziologie. Es spannt vielleicht in der Dramaturgie des Kongresses den Bogen von dem Auftakt, der auch Rückblick hatte am ersten Abend, am Donnerstagabend, über die Diskussion gestern zu vielleicht ja auch Zukünften der Soziologie und der Wissenssoziologie im Besonderen. Rainer Schützeichel kann nicht hier sein, er musste schon abreisen. Deswegen haben wir einen Beitrag weniger. Ich stelle kurz die Teilnehmenden vor, ich meine, die Namen kennen Sie. Ganz rechts Martin Endres, Uni Trier, Michaela Pfadenhauer, daneben Uni Wien, daneben Angelika Pofall, Hochschule Fulda, links von mir Jürgen Raab, der das alles organisiert und immer noch fit ist die ganze Zeit hier aus der Uni. Und genau. Danke. Joachim Renn, Uni Münster und Bernd Schnettler, Universität Bayreuth. Wir werden ähnlich vorgehen wie am ersten Abend im Plenum. Das heißt, es gibt kurze Statements der Podiumsteilnehmer und dann gehen wir wie gestern Abend direkt in Diskussion, Fragen, an denen alle sich beteiligen können, sodass es nicht jetzt eine reine Podiumsdiskussion sein soll, sondern eigentlich ein Austausch. Ja. Soweit einleitend will ich gar nicht mehr sagen. Sie haben vielleicht die im Call und in den Vorlaufpublikation, die wir ja reichlich verschickt haben, die Idee zum Plenum gelesen, also die Frage etwa, ist die Wissenssoziologie, wo ist sie verortet zwischen allgemeiner und Spezialsoziologie, wie geht sie damit um, dass Konstruktivismus oder Konstruktivismen allenthalben zu finden sind, wie geht sie eigentlich damit um, dass der Begriff des Wissens und ein wissensanalytischer Blick doch sehr breit diffundiert ist in viele Bereiche. Hans-Georg Söffner hat es am ersten Abend für die Humanities insgesamt eigentlich festgehalten, sodass die Frage eigentlich sich ein bisschen stellt, wo liegt das Besondere der Wissenssoziologie. Wir sind gespannt auf die Diskussion, ich bin gespannt und übergebe jetzt an Jürgen Raab, der beginnen wird. Ja, vielen Dank, Rainer. Wir haben den Terminus der Herausforderung ja schon im Titel unseres Plenums. Es wird eine besondere Herausforderung. Es ist in mehrerer Hinsicht für mich. Ich habe gerade erfahren, dass ich als Erster referieren darf. Das hat mein Konzept etwas durcheinander gewürfelt, weil ich dachte, weil ich naiverweise eine andere Reihenfolge annahm. Und ich dachte, ich könnte dann immer schon Rekurs nehmen. Aber das bekomme ich hin. Die zweite Herausforderung wird sein, ich habe gerade eben erfahren, mein Paper ist zu lang. Da bin ich irgendwie auch von naiven falschen Zahlen ausgegangen. Deswegen werde ich mich streng an mein Konzept halten. Deshalb entschuldige mich, ich werde vorlesen und vielleicht das auch in einer Geschwindigkeit tun, von der ich hoffe, dass Sie noch folgen können. Das moderne Wissen muss sich Erklärungen gefallen lassen, konstatierte Niklas Luhmann Mitte der 1990er Jahre und fragte, wie kommt es damit zurecht? Gut 20 Jahre später muss sich auch die Wissenssoziologie zwar nicht unbedingt Erklärungen gefallen lassen, aber offenbar doch sehr grundsätzliche, selbstgestellte Fragen beantworten. Was hält die Wissenssoziologie im Zuge der zunehmenden Verallgemeinerung ihrer theoretischen Grundannahmen und angesichts ihrer offenbar schier unbegrenzt erweiterbaren empirischen Problem- und Gegenstandsfelder noch zusammen? Noch zudem, wenn Konstruktivismus, aber auch Kommunikation und sogar das Wissen selbst unter die für die Disziplin charakteristische reflexive und skeptische Grundhaltung geraten. Wie also kommt die Wissenssoziologie zurecht mit der paradoxen Figur eines wissenssoziologisch informierten Wissens über das Wissen, eines Wissens, das sich auch den selbstkritischen Umgang mit Wissen befördert. Rainer Keller hat gerade eben wieder und auch in seiner Eröffnungsrede darauf hingewiesen oder zumindest angedeutet, dass die Wissenssoziologie droht oder vielleicht schon dabei ist, aufzugehen in einem Allgemeinwissen, das ja also gewissermaßen zum Allgemeinplatz wird. Und ja, für mich stellt sich zumindest die Frage, ob hier vielleicht sogar schon der übersteigerte Anspruch auf den Status einer allgemeinen Soziologie zu sein zum Ausdruck kommt. Nun, zweifelsohne gehört es zu den wissenssoziologischen Allgemeinplätzen, Wissen als anthropologische Größe und mithin als ein universales menschliches Phänomen zu fassen. In Gestalt von Mustern, Typen und Gattungen des Wahrnehmens, Deutens und Handelns entlastet Wissen von der Überlast der Lebenswelt, von Entscheidungen für oder über das auch immer noch Mögliche und deren Legitimationen.
Zugleich aber erfüllt Wissen dort wichtige soziale Funktionen, wo Möglichkeitsräume, wo Entscheidungspositionen, Optionen und wo Legitimationsnotwendigkeiten aufscheinen oder existieren, weil Wahrnehmen, Deuten und Handeln nicht mehr nach vortypisierten, habitualisierten Mustern verlaufen können. Das ist übrigens eine Position, die wird schon von Karl Mannheim vertreten, Bourdieu und seine Schule unterschlagen diesen Aspekt gelegentlich. Diese beiden Tendenzen des Wissens führen Berger und Luckmann für ihre Wissenssoziologie neu zusammen. Sie führen sie konzeptionell aufeinander zu. Die so angelegte neue Wissenssoziologie begreift sich im Grundsatz denn auch weder als Spezialdisziplin noch als Bindestrich-Soziologie, aber auch nicht als Teilbereich der allgemeinen Soziologie neben anderen Teilbereichen. Vielmehr sieht sie ihre Aufgabe in der Untersuchung des gesellschaftlichen Wissens durch theoretisch begründete und methodologisch reflektierte, exemplarische, empirisch-analytische Rekonstruktion der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit. Dabei verdanken sich die Eigenständigkeit und die Potenziale der Wissenssoziologie dem Umstand, dass Theoriebildung und methodologische Diskussionen, dass Methodenentwicklung und empirische Forschung nicht losgelöst voneinander geschehen, sondern ebenso gleichberechtigt aufeinander bezogen werden, wie eben in der neuen Wissenssoziologie ihre drei Grundpfeiler, die Philosophie in Gestalt der philosophischen Anthropologie, die Anthropologie in Gestalt einer Philosophie, wenn man so will, und letztlich die verstehende Soziologie im Sinne Webers, Dürkheims, aber eben auch Dürkheims, nicht nur verstehende Soziologie im Sinne von Weber und Simmel, sondern eben auch Dürkheim. So sehr für die Wissenssoziologie die dynamische Zwischenlage im Spannungsgefüge von allgemeiner Soziologie und Spezialsoziologie auch konstitutiv ist, so unmittelbar ist die Frage, wo und wie sich diese Zwischenlage jeweils ausgestaltet und welche Rückwirkungen die Lageverschiebungen auf empirische Beobachtungen, auf Methodenentwicklungen und Theoriebildung haben. Diese Frage ist verbunden, wie ich meine, mit den dynamischen Veränderungen unseres Gegenstandes überhaupt. Zweifelsohne trägt die Entwicklung, die Verbreitung und die Nutzung der technischen Kommunikation zur Demokratisierung und Popularisierung des Wissens ebenso bei, wie zu seiner Spezialisierung und Professionalisierung. Vor allem aber bereiten die technischen Medien der Ausbildung und der Etablierung von Wissensformen und Wissensbestände neue und in weiten Teilen noch gar nicht voraussagbare Wege. Wege, auf denen sich, so ist es zu vermuten, über unser Bewusstsein auch neue Verhältnisse zur Welt und zu uns selbst hervorgehen. Denn indem sie praktisch jede und jeden zu praktisch jeder Zeit und an jedem Ort nicht nur mit nahezu unbegrenzten und nahezu unüberschaubaren Wissensbeständen versorgen, sondern auch die Wissenshaushalte selbst mit ausgestalten, bergen die technischen Medien und die digitale Kommunikation das Potenzial, unsere etablierten Wissensverhältnisse zu verändern und unsere klassischen Wissensverständnisse zu erweitern. Diese Entwicklungen bleiben nicht ohne Wirkung, ohne Rückwirkung auf die dynamische Zwischenlage der Wissenssoziologie. Protosoziologie, allgemeine Soziologie und Spezialsoziologie gehen nicht deshalb neue Ligaturen ein, weil mit den technischen Medien und der digitalen Kommunikation, Stichworte Medialisierung, Digitalisierung, neben der von Sprache und Text bestimmten, also diskursiven, durch Linearität, Zeitlichkeit und Sequenzialität gekennzeichneten Wissensform, eine quantitative und qualitative Aufwertung einer Kommunikation stattfindet, die sich auszeichnet durch Präsentativität, Räumlichkeit und Simultanität. In dieser Wissensform sind Sinn und Bedeutung nicht mehr nur in eine prädeterminierte, lineare Abfolge von einem kommunikativen Element zum nächsten eingelassen, sondern sie konstituieren ein Gewebe mehrdeutiger Verweisungszusammenhänge, in das hinein sie sich zugleich entfalten. Eine zentrale oder vielleicht sogar die zentrale Herausforderung der Wissenssoziologie besteht meines Erachtens und konkret für mich darin, die Strukturen und Prozesse der technischen Kommunikation mit ihren die soziale Wirklichkeit mitkonstituierten Konstellationen und Interferenzen von unterschiedlichen symbolischen Formen methodisch kontrolliert so zu erfassen, dass jenes vielschichtige raumzeitliche Beziehungsgefüge der Untersuchung zugeführt werden kann, das Hans-Ulrich Grumbrecht jüngst die breite Gegenwart der Simultanitäten nannte. Wenn für die Wissenssoziologie die theoretische Grundannahme gilt, und hier zitiere ich Hubert Knoblauch, dass der Ausgangspunkt der Erkenntnis nicht das isoliert gedachte, erkennende Subjekt ist, sondern die soziale Beziehung zu anderen, die sich in Handlungszusammenhängen realisiert, Zitat Ende, dann stellt sich der empirischen Wissenssoziologie die Aufgabe, die für die Feinanalyse kommunikativen Handels etablierte Methode der Sequenzanalyse, um Verfahren zu ergänzen, die den komplexen zeitlichen zusammen mit den komplexen räumlichen Konstellationen, Interferenzen, mit Hubert Knoblauch gesprochen, Relationalitäten begegnen. Soweit, vielen Dank. Ja, das ist natürlich ob der Geschwindigkeit jetzt auch eine sehr genaue Punktlandung gewesen. Vielen Dank, Jürgen Raab. Und wir gehen zum
nächsten Statement von Bernd Schnettler. Ja, danke schön. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über die Entwicklung und Herausforderungen der Wissenssoziologie und bin sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, die hier mitzuteilen. Das ist eine notwendig eingeschränkte Sicht, die sich auch eher auf breitere Entwicklungen bezieht. Bei den im Titel angedeuteten Alternativen handelt es sich eigentlich nicht um zwei sich wechselseitig notwendig ausschließende Perspektiven, zwischen denen es abschließend zu entscheiden gelte. Wissenssoziologie ist eine eigene soziologische Theorierichtung oder lediglich ein Spezialbereich. Ich bin der festen Ansicht, Wissenssoziologie ist beides. Sie ist sowohl das anspruchsvolle und revolutionäre Programm einer bestimmten Soziologie, als auch eine Spezialsoziologie, die sich der Erforschung des Wissens und den vielfältigen Formen, Funktionen und Wirkungen des Wissens widmet. Revolutionär ist die neue Wissenssoziologie insofern, als dass sie aus dem entschiedenen Widerstand gegen abstrakte soziologische Großtheorien à la Parsons entstanden ist. Anspruchsvoll ist sie, weil sie kontinentaleuropäische und US-amerikanische Sozialtheorien miteinander verbindet. Aus dieser Verbindung ist ein Programm entstanden, das seine Produktivität über die vergangenen Jahrzehnte sowohl theoretisch als auch in der empirischen Forschung unter Beweis gestellt hat. Die Vielfalt der Erträge, die sich auf diesem Kongress eindrücklich darstellen, ist enorm. Worin bestehen nun die Aufgaben für die Zukunft? Was sind die dringendsten Herausforderungen für die heutige Wissenssoziologie? Lassen Sie mich zwei Punkte hervorheben. Was die sozialwissenschaftliche Forschung betrifft, muss sich die Wissenssoziologie nicht verstecken. Sie ist eng mit der interpretativen Sozialforschung verknüpft und hat in vielfältiger Weise nicht nur eine sehr beachtliche Zahl von Studien inspiriert, die fest in wissenssoziologischen Fundamenten verankert sind. Sie hat sogar wesentliche Anteile an der Entwicklung innovativer Forschungsmethoden. Zu nennen sind hier zum Beispiel die wissenssoziologische Hermeneutik, die lebensweltliche Ethnographie, die Diskursanalyse oder Videografie, um nur einige zu nennen. Blickt man im Vergleich auf die Fortschritte in der wissenssoziologischen Theorie, so sind zwar auch auf diesem Gebiet beachtliche Leistungen zu verzeichnen, und alle diese Leistungen sind geprägt durch die Prämisse, die meiner Ansicht nach zentral und unverzichtbar ist, nämlich dass sich die Theorieentwicklung aus der Forschung speisen und empirisch wohl begründet sein muss. Gleichwohl ist einzugestehen, dass das Ausmaß und die Breite der Fortschritte in der soziologischen Theorie die in der empirischen Forschung nicht annähernd erreicht. Ich übertreibe absichtlich, wenn ich behaupte, dass seit den Meilensteinen Berger-Luckmann 66, Söffner 91, weniges veröffentlicht wurde, was eine ähnlich einschlagende Wirkung für die soziologische Theorie entfaltet hat. In gewisser Weise zehren wir immer noch vom weltweiten Erfolg der Social Construction of Reality. Ohne den geschätzten Kolleginnen und Kollegen hier zu nahe zu treten, von denen viele auch Bedeutsames für die soziologische Theorie geschrieben haben, darf man doch feststellen, dass kein anderes Werk danach einen ähnlich maßgeblichen Einfluss in der Soziologie insgesamt entfalten konnte. Und wenn wir im kommenden Jahr in Wien auf 50 Jahre seit Erstveröffentlichung der Social Construction of Reality zurückblicken und den aktuellen Stand des Sozialkonstruktivismus in seinen vielfältigen Verzweigungen resümieren, die weit über das Feld der Wissenssoziologie, ja der Soziologie überhaupt und weit bis in angrenzende Wissenschaften hinein gewirkt hat, dann wird klar, dass die Wissenssoziologie nach einem halben Jahrhundert dringend einen neuen theoretischen Schub benötigt. Insofern setze ich in den AK Theoretische Wissenssoziologie große Erwartungen. Ebenso große Erwartungen sieht sich der Ansatz ausgesetzt, der unter dem Dachbegriff des kommunikativen Konstruktivismus dazu ansetzt, empirische und theoretische Wissenssoziologie miteinander zu verknüpfen und das in einer integrativen Weise, die versucht, die Ausdifferenzierung innerhalb der Wissenssoziologie zu bündeln
und deren Erträge zusammenzuführen. Das allein stellt schon ein alles andere als triviales Vorhaben dar. Es wird aber auch darauf ankommen, in ebenso ingeniöser Weise protosoziologische Grundlagentheorie mit Sozial- und Gesellschaftstheorie zu verknüpfen, wie das Berger und Luckmann in der gesellschaftlichen Konstruktion gelungen ist. Eine der meiner Ansicht nach größten Gefahren bei diesem Vorhaben besteht darin, dass die verschiedenen Aufgaben unkenntlich miteinander vermischt werden und in einem Ansatz untergehen, der vor allem mit kurzatmigen zeitdiagnostischen Momentaufnahmen durchsetzt ist. In einem Wort, die Wissenssoziologie muss auf allen diesen vier Gebieten Protosoziologie, Sozialtheorie, Gesellschaftstheorie, Zeitdiagnosen Beiträge leisten. Sie sollte aber deutlich erkenntlich machen, welche der Bereiche gerade adressiert werden. Schließlich stehen wir vor einer anderen Herausforderung, die sich im Zuge des Erfolgs der Wissenssoziologie unbeabsichtigt einschleicht. So bedeutsam Gruppenbildung, Institutionalisierung und die Ausprägung eines eigenen Stammessoziolekts sind, sollten wir den berechtigten Stolz auf die Erfolge der Sektion mit der nötigen Demut und Nachdenklichkeit ergänzen. Es müsste uns jedenfalls produktiv beunruhigen, wenn die Wissenssoziologie zu einer Art Bekenntnisvokabel oder Markenetikett im soziologischen Zirkus verkäme. Alles in allem sehe ich aber recht optimistisch in die Zukunft und kann mit Freude davon berichten, dass nun auch die berühmte Bayreuther Afrika-Forschung sich sehr für die Wissenssoziologie interessiert. Tatsächlich sehe ich auch in der weiteren Internationalisierung der Wissenssoziologie eine der vordringlichsten Aufgaben für die anstehende Zukunft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bernd Schnettler. Und wir kommen direkt zu Michaela Pfadenhoff. Herzlichen Dank, Rainer, für die Einladung, hier mitdiskutieren zu dürfen. Herzlichen Dank, Bernd, für den kleinen Werbeblock für Wien, 28. bis 30. April. Social Constructivism as Paradigm, das Titel des Symposiums, zu dem ich mich freuen würde, wenn ich Sie alle dort begrüßen dürfte. Und ich denke, wir werden wichtige Diskussionen weiterführen, die wir hier angefangen haben oder schon länger führen, auch wenn, und darauf hat Hans-Georg Söffner am ersten Abend ja schon hingewiesen, Wissenssoziologie sich nicht auf Sozialkonstruktivismus beschränkt. Ja, Wissenssoziologie ist weit mehr. Wir alle hier oben arbeiten uns erstmal an dieser Frage ab, ist es nun Bindestrich-Soziologie oder eine allgemeine Soziologie? Und wie alle anderen sage ich natürlich auch, dass die Wissenssoziologie nicht auf den Gegenstand Wissen begrenzt ist. Sie ist, ich bin nicht so ganz in dieser Sowohl-als-auch-Position, wie die anderen, ich sage erstmal ganz entschieden, es ist eine allgemeine soziologische Perspektive. Ihr weitgehender, wenn auch nicht allumfassender Anspruch resultiert daraus, dass mit Wissen, die für das Soziale wesentliche Sinn- und Bedeutungsdimension angesprochen ist. Zugleich, und damit bin ich, der Rainer Schützeichel hätte das am stärksten formuliert, der hätte hier gesagt, Wissenssoziologie, wenn sie sich nur auf Wissen beschränkt, ist gar nichts. Ja. Und ich dieses nur, das hier im Rahmen dieses Kongresses auch immer wieder thematisiert wird, ist unterschätzt meines Erachtens die Wissenskategorie kolossal. Die Wissenskategorie ist ein enorm weiter, hat eine weite Dimension, die wirklich von der Sozialtheorie den Bogen bis zur Gesellschaftstheorie spannt, die von den Vordenkern sehr, sehr weit angelegt war, integrativ Wissen und Handeln verbindend, nicht auf Episteme begrenzt und die Anschlüsse an all diese vielen, vielen Fragestellungen, die wir zu Recht diskutieren, die zu Recht gestern Abend auch in dem Subjektivitätsplenum thematisch waren, ja, also die Ränder, auf die Angelika auch noch zu sprechen kommen wird, ja, die sozusagen diese Thematen, diese Aspekte von Emotionalität, von Sinnlichkeit, von Materialität, von Technik, worauf
Jürgen jetzt dankenswerterweise schon hingewiesen hat. Ja, die sind alle damit angeschnitten und insofern ist mein Plädoyer ein ganz heftiges. Nun nicht die Profilierung der Wissenssoziologie dadurch aufzugeben oder zu gefährden, dass wir den Wissensbegriff als old-fashioned oder irgendwie nicht sagen tragfähig ansehen. Die Wissenssoziologie und damit, und das ist eine der Problemstellungen, die wir diskutieren könnten, ist im Grunde immer die Frage von der Wissenssoziologie oder den Wissenssoziologien als Denkrichtung, als sagen, Traditionslinie natürlich, und das, was in der Sektion Wissenssoziologie passiert. Ja? Inwieweit vertritt die Sektion eigentlich sozusagen das Programm und inwieweit ist sie da sozusagen eventuell auch zu eng geführt? Auf jeden Fall hat die Wissenssoziologie bestimmte Traditionslinien, bestimmte Ansätze, bestimmte Modelle, die verbindend sind oder zumindest bei denen wir uns darüber unterhalten müssten, inwieweit diese tatsächlich konsensuell sind. Gerade angesichts dessen, dass sich die Sektion Wissenssoziologie so stark ausdifferenziert hat. Und das war eigentlich meine Intention, die ich mit diesem Kongress verbunden habe, dass wir nun nicht uns wieder in die einzelnen Arbeitskreise hinein zurückziehen und dort das machen, was wir immer machen, mit zum Teil fantastischen Diskussionen, ja, zum Teil nicht so guten, aber zum Teil auch fantastischen Diskussionen, sondern tatsächlich den Kongress verstehen als eine Veranstaltung, in der die Arbeitskreise ihre Fenster öffnen und wir miteinander diskutieren, ob denn tatsächlich die wissenssoziologischen Überlegungen oder die Anwendung, die zum Beispiel, und ich verwende wieder die zwei Arbeitskreise, die ich am ersten Abend schon erwähnt habe, ob denn tatsächlich das, was die Ethnographie mit der Wissenssoziologie, sozusagen mit einer wissenssoziologischen Logik oder Denkweise verbindet, mit dem, was in der Diskursanalyse passiert, wirklich irgendwie zusammenhängt oder wo hier die Unterschiede sind. Also inwieweit das Dach Wissenssoziologie hier tatsächlich trägt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das bei über 400 Mitgliedern und 16 Arbeitskreisen dringend erforderlich ist. Deswegen bin ich eine Verfechterin der Idee Sektionskongress. Aber ich meine, wir müssen nochmal über die Form nachdenken. Ich will gar nicht darüber reden, ob das nun in Serie gehen soll. Aber ich denke, es ist eigentlich eine Chance. Und das haben wir aus verschiedenen Gründen, die wir wir hatten keine bessere Idee, aber ich denke, da ist noch sozusagen etwas Potenzial drin, um das so auszudrücken, was diesen Kongress angeht. Ich sehe drei Herausforderungen und da bin ich genauso perspektivisch, wie Bernd das schon angedeutet hat. Eine der Herausforderungen ist die, die wir auch am ersten Abend schon, die ich glaube ich schon angesprochen hatte, oder Thomas Eberle hatte es angesprochen, das ist natürlich die Frage von Vermittelbarkeit des Programms, ja, das ich nun sozusagen hier wieder zusammenführe, auch wenn ich weiß, dass es viel weitergesteckt ist, als ich es auch selber überblicken kann. Sociology of Knowledge ist im angelsächsischen Raum mit Karl Mannheim verbunden und das ist die Assoziation, die dabei ausgelöst wird. Jedenfalls ist sie nicht mit dem verbunden, was wir nun sozusagen als vielleicht noch kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Weder was die methodischen und methodologischen Überlegungen angeht, noch was die Theorieansätze angeht. Und die Frage, die für mich wirklich offen ist, ist, wie wollen wir als Wissenssoziologie im Ausland sichtbar werden. Und da steckt eine erste vorgängige Frage mit drin, wollen wir das überhaupt? Ja? Oder wollen wir sozusagen hier das so diskutieren, wie wir das die meiste Zeit gemacht haben? Und Hans-Georg hat ja darauf hingewiesen, dass das im Grunde ein nicht nur interdisziplinäres, sondern internationales angestoßen war durch die internationalen Kontakte. Und wir müssen sehen, ob wir nicht daran wieder anknüpfen können. Und dann ist die Frage, wie das geht. Und auch da bin ich der Meinung, dass der Begriff des Wissens oder der Begriff des Knowledge eines ist, das wir aufnehmen sollten, ja, weil da viel drinsteckt, was in der Praxistheorie zum Beispiel, was in anderen Ansätzen sozusagen thematisiert wird, das ist im Wissensbegriff schon angelegt, ja, in diesem weitreichenden Verständnis, das ich meine, dass sozusagen hier wirklich, ja, ich bin sonst eher für enge Begriffe, aber da ist es gut, dass wir einen sehr, sehr weiten Begriff haben, der wirklich hier sehr, sehr viel abdeckt. Die zweite Herausforderung, die ich sehe, ist, dass die Wissenssoziologien in meinem Verständnis, da bin ich ganz einig mit Thomas Eberle, ihre phänomenologischen Wurzeln sozusagen nicht verstecken soll, sondern hier sozusagen ganz klar die Anwendung thematisieren soll. Und ich habe
gerade in Bezug darauf, und ich darf das sagen, weil ich dazugehöre, den Eindruck, dass der Arbeitskreis Phänomenologie hier wirklich auch noch Potenzial hat, dass wir hier wirklich arbeiten müssen angesichts dessen, dass sich im deutschsprachigen Raum in der Phänomenologie ungeheuer viel tut und verschiedene neuere phänomenologische Ansätze gepflegt werden, diskutiert werden. Und da wird der Austausch mit uns durchaus gesucht, aber dass der Eindruck, der besteht, ist, in dieser Sektion wird nur Traditionspflege betrieben, was die Phänomenologie angeht, und zwar in einer ganz bestimmten, sehr engen. Ja? Auch da bin ich der Meinung, es stimmt nicht, aber wir müssen uns, meine ich, mit dem Image, das die Wissenssoziologie oder die Sektion Wissenssoziologie hat, wir müssen uns mit diesem Image-Problem, das ich hier wirklich sehe, beschäftigen, meines Erachtens. Letzter Punkt, und damit, da ist mir selber schon den ganzen Morgen mulmig, ob ich das wirklich hier ansprechen soll, aber ich sage es jetzt. Ich habe den Eindruck, nein, ich formuliere es anders. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen unendlich dankbar, die versuchen nun aus der Wissenssoziologie heraus theoretische Weiterentwicklungen voranzutreiben und dabei auf all die Herausforderungen oder sehr, sehr viele der Herausforderungen zu reagieren, denen wir uns stellen müssen, ja, die, wo ich auch froh bin, dass andere Paradigmen oder Ansätze nun wirklich uns angreifen oder sagen, da ist das Imageproblem gar nicht so schlecht, weil wir uns dabei dadurch herausfordern lassen müssen. Ich habe nur den Eindruck, dass gerade in der wie nennt man das, gemeinsamen Bewegung unterschiedliche Teilansätze hin zum kommunikativen Konstruktivismus der Begriff der Kommunikation oder das auch Diskursive überbetont wird und bei dem Versuch, etwas markant zu machen, die Wissensdimension viel zu leichtfertig über Bord geworfen wird. Ja, Sie erinnern sich, der Hubert ist gerade reingekommen, deswegen kann ich es jetzt sagen, Sie erinnern sich an seine Folie gestern, ja, die ganzen Übergänge, ja, und da ist ein Übergang von Wissen zum Handeln. Ja, das ist meines Erachtens grundfalsch und du wirst hoffentlich dich provoziert fühlen, damit du dann auch einsteigst in die Diskussion. Ja, der Wissensbegriff ist schon immer so, dass er Wissen und Handeln zusammendenkt und damit nehmen wir was, und wir hatten die Diskussion bei der Tagung Under Construction, ja, wenn du mit dem Wissensbegriff hantierst, dann bist du im Grunde sozusagen old school, ja, old fashioned. Und das ist, denke ich, da geben wir etwas auf, da bin ich Traditionsbewahrerin und ich denke, wir haben hier ein Erbe und wir haben ein absolutes Key-Konzept für die Fragestellungen, die uns wirklich von den Spuren von der Protosoziologie bis zur Zeitdiagnostik, Wissensgesellschaft tatsächlich leitet und sagen, auch zusammenhält. Und ich habe da wirklich das Problem, dass ich den Eindruck habe, hier geht es im Grunde um auch semantische Verschiebungen, die dazu führen, dass wir irgendwann dieses Zusammenverbindende eventuell verlieren werden. Deshalb bin ich, um sagen, in den Theoriebewegungen, in vielen Elementen einverstanden, aber bei der Umbenennung, ich habe den Eindruck, diese Sektion hat ein Umbenennungsthema, ja. Also wir haben irgendwie, das gehört natürlich dazu, wenn wir hier irgendwie uns mit Sprache, Zeichen und so weiter beschäftigen, dass wir die ganze Zeit die Begriffe verändern, dass hier sozusagen eine Gefahr sieht, der ich hier und heute vorbeugen zu versuchen will. Ja, vielen Dank, Michaela Pfadenhauer. Und wir gehen zum nächsten Statement von Martin Endres. Bitte. Ja, danke schön. Schönen guten Morgen allen. Herzlichen Dank für die Einladung, hier mitdiskutieren zu dürfen. Ich beschränke mich auch aufs Manuskript aus Zeitgründen und möchte vier kurze Anmerkungen zum Thema des Podiums gern beitragen. Zunächst erstens zur gestellten Ausgangsfrage allgemeine Soziologie versus Spezialsoziologie. Generell betrachte ich die Wissenssoziologie, und das ist immer schon gleich ein plurale Tantum, als allgemeine Forschungsperspektive für die Soziologie, in deren Rahmen dann materiale wissenssoziologische Studien zu im Prinzip allen denkbaren Feldern, Prozessen und Phänomenen, die Soziologen und Soziologinnen so in den Blick nehmen können, denkbar sind. Wenn man so will, also ein perspektivenspezifischer Universalismus, der sich aus der forschungspragmatischen Grundeinstellung herleitet, dass wir es im Kern mit einer immer noch aufzuklärenden Co-Konstitution von Wissen und Wirklichkeit zu tun haben, wie Berger-Luckmann das in der Social Construction formuliert haben.
Ich glaube, dass eben gerade aus dieser Grundeinstellung sich dieser methodisch-methodologische Universalismus begründet, der dann in materialer Spezifik sich ganz unterschiedlichen, in ganz unterschiedlichen Bindestrich-Soziologien artikulieren kann. Zweite kurze Bemerkung zur Titelgebung dieses Plenums. Nach vielen Jahren, in denen wir von der neuen Wissenssoziologie gesprochen haben, immer in Bezug auf Berger-Luckmann, wird nun nach der heutigen Wissenssoziologie gefragt. Das hat mich zu drei Überlegungen oder Hinweisen, auf drei Hinweise gebracht. Die revidierte Gegenstandsbestimmung der sogenannten neuen Wissenssoziologie lässt sich ja im Kern auf Alfred Stütz zurückführen oder ihm zugute schreiben. Insofern könnte die neue Wissenssoziologie sozusagen bald ihr 100-Jähriges feiern. Rückt man hingegen für ein Verständnis der neuen Wissenssoziologie das proklamationswirksame, wenn ich das so sagen darf, Jahr 1966 ins Zentrum, dann wäre sie auch schon 50 Jahre alt. Und wenn man noch einen Schritt zurücktritt und die Geschichte oder die gesamte soziologische Tradition in den Blick nimmt, dann wurde die neue Wissenssoziologie exakt im Prinzip 45 Jahre nach dem wirkungsmächtigen Band von Max Scheler 1928 proklamiert. Also sie ist in dreifach perspektivischer Hinsicht, wenn Sie so wollen, das soll gar nicht so despektierlich klingen, in die Jahre gekommen. Und von daher kann man sich fragen, ob denn mit der Titelgebung dieses Plenums in irgendeiner Weise das Signal der Notwendigkeit einer zweiten paradigmatischen Wende gegeben werden sollte. Keine Ahnung, ob die Organisatoren oder unser Moderator sich darüber Gedanken gemacht haben. Das objektive Signal scheint mir gleichwohl unabweisbar. Und wenn man sich diese Frage stellt nach einer potenziell erforderlichen Neuphasierung, dann zu dem dieses Plenum ja möglicherweise einige Antworten geben kann, dann teile ich die schon von Bernd Schnettler formulierte Einschätzung, dass zumindest was die allgemeine Grundlegung und Grundperspektive anbelangt, doch die Social Construction für alle weiterhin als Leitwährung fungiert, wenn auch nicht immer als analytischer Maßstab. Ich glaube, dass sie nach wie vor in ihrem Potenzial unausgeschöpft ist. Und ich betrachte Letzteres als Desiderat, Ersteres aber, dass sie weiterhin als Leitwährung fungiert, eindeutig als Gütesiegel. Drittens, dritte Bemerkung. Aufgrund dieser Einschätzung würde ich gern zwei Bemerkungen zu Herausforderungen machen, die natürlich auch nur höchst selektiv sind und ich habe schon gekürzt. Eine Bemerkung vielleicht, wenn Sie so wollen, in interner Hinsicht, möchte ich gerne auf einen Problemzusammenhang aufmerksam machen, der mir gerade im Kontext der Diskussionen um die Konturen einer wissensgesellschaftlichen Moderne aktuell zu sein scheint. Ich bringe das mal auf eine Trias, das ist der Zusammenhang von Bewertung, Entwertung und Verwertung von Wissen. Bewerten oder Bewertung, sozusagen der Kontext der Evolutionssoziologie, taucht am Horizont auf, also Fragen der normativen Konstruktion, wenn Sie so wollen, so hätte Popitz das einmal genannt, von Gesellschaft. Entwertungsprozesse, die man verbinden kann mit Topoi wie der Pluralität, der Selektivität von Wissen, seiner Perspektivität, Konturen des Nichtwissens und seiner Heterogenisierung, der Entwertung von Expertise und all diese Phänomene, die Sie da runterziehen können. Und die Verwertungszusammenhänge, nun ja, die ergeben sich aus weitgehenden Funktionalisierungs- oder auch Vermarktlichungstendenzen im Zuge auf Wissen, also wenn Sie so wollen, auf eine verbreitete ökonomisch-politische Regulierungsdominanz über Wissen in gesellschaftlicher Hinsicht. Für uns alle ein ganz unmittelbarer Naherfahrungsbereich sind natürlich universitäre Prozesse und Strukturierungsphänomene, denen wir alle mehr oder weniger ausgesetzt sind, ob das Exzellenzinitiative, Leitdisziplinen, Akzentuierung von Studieninhalten oder Ähnliches ist. Ein zweiter, wenn Sie so wollen, in externer Hinsicht gemeinter Hinweis: Wenn sich die Wissenssoziologie vor allen Dingen durch ihr Angebot einer Reflexionsperspektive, also einer allgemeinen für die Soziologie, auszeichnet, dann scheint mir insbesondere ein Gebot der Stunde eine erneute oder eine Vitalisierung der Kooperation mit der Geschichtswissenschaft auf den Weg zu bringen. Seit den Tagen der ehemals wellenschlagenden Diskussion um die Sozialgeschichte Bielefelder Provenienz
ist es sehr still geworden um diese Gesprächskultur. Weithin hat sich ein Schweigen etabliert, das Editorial der 2010 gegründeten Zeitschrift Interdisciplines Journal of History and Sociology notiert meines Erachtens zutreffend, dass sich zwar eine Kultur wechselseitigen Zitierens in Fußnoten und Anmerkungen zwischen beiden Disziplinen etabliert hat, aber das gemeinsame Lehrprojekt oder auch Forschungskooperationen doch weitgehend eigentlich eine Leerstelle bleiben. Nicht vollständig, aber weitgehend. Das gilt gerade auch für den Rahmen der Wissensforschung, wenn man diesen Begriff mal aufnehmen will. Und relevant scheint mir dieser Hinsicht, weil es gegenwärtig, wenn Sie das so flapsig mir mal gestatten, in der Geschichtswissenschaft schlicht und ergreifend brummt. Unter den Stichworten Wissensgeschichte, Problemgeschichte, historische Semantik, Ideengeschichte und so weiter, werden dort eine Unzahl von Studien zu Wissenskulturen, Wissensprozessen formuliert, die meines Erachtens oder deren Relevanz meines Erachtens für die Wissenssoziologie sich zumindest aus dreierlei Hinsichten ergibt. Das ist erstens zur weiteren Konturierung der methodologischen Reflexion der Historizität von Wissen. Das ist zweitens hinsichtlich der methodischen Anreicherung von Wissensanalysen und mit historischen Vertiefungen. Insbesondere, da bin ich ganz einer Meinung wie Ilias Huber, also beispielsweise Aufnahme oder Vertiefung der Studien von Peter Berg. Und drittens dann sicherlich auch um das, was in der Geschichtswissenschaft auch seit circa 10 Jahren schon diskutiert wird, nämlich die Historisierung des Konzepts der Wissensgesellschaft, auch forciert in die soziologische und wissenssoziologische Diskussion einzubringen. Ich glaube, es empfiehlt sich für die Wissenssoziologie, diesen Gesprächsfaden nicht nur zu aktivieren aufgrund der intensiven Rezeption soziologischer Arbeiten in der Geschichtswissenschaft, gerade auch in diesen Studien, das ist signifikant, aber auch durchaus in, wenn Sie so wollen, theoriepolitischer Hinsicht. Es wäre fatal, auch auf diesem Feld dann als Soziologie irgendwann oder relativ bald nachzuhinken. Vierte Abschlussbemerkung, die Sie mit dieser Vorschlag einer verstärkten Kooperation unmittelbar zusammenhängt. Diese historische Tiefendimensionierung, wenn Sie so wollen, ist nicht zuletzt dazu angetan, den aktuellen Herausforderungen gesellschaftlichen in wissenssoziologischer Perspektive, denke ich, adäquater nachzukommen. Das sind neben der digitalisierten Lebenswelten und neben der meines Erachtens extrem notwendigen Internationalisierung vor allen Dingen auch die nicht nur angesichts aktueller Flüchtlingsströme forcierte Heterogenisierung von Wissensbeständen und Wissenskulturen in Gesellschaften wie der unteren und Migrationsbewegungen. Insofern scheint mir gerade in der Diskussion zwischen dieser Ausrichtung der Geschichtswissenschaft und einer historisch informiert arbeiten wollenden Wissenssoziologie ein erhebliches Maß an produktiver Forschungsaktivität sinnvoll. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Martin Endres. Und wir kommen zu Joachim Renk. Ja, guten Morgen. Erstmal auch herzlichen Dank dafür die Gelegenheit, hier mir Gedanken gemacht zu haben und die mitteilen zu dürfen über die Frage, wo steht die Wissenssoziologie zwischen allgemeiner und spezieller Soziologie. Ich habe diese Frage auch, ähnlich wie Martin Endres das jetzt eingangs formuliert hat, verstanden als ein Indiz dafür, dass es so etwas wie ein Reorientierungsbedürfnis zu geben scheint. Und dafür sprechen ja auch gewisse andere Phänomene. Man kann also die Frage so stellen, was sind denn die Aufgaben oder was ist die Aufgabe der Wissenssoziologie angesichts dieser Positionierung zwischen einer allgemeinen und einer speziellen Soziologie. Der schöne Aufsatz von Walter Benjamin über die Aufgabe des Übersetzers ist unter anderem deswegen schön, weil der Titel doppeldeutig ist. Zur Erfüllung der Aufgabe des Übersetzers gehört auch, dass er sich aufgibt im Zuge des Übersetzens, quasi preisgibt, etwas von seiner Identität, von seiner vermeintlichen Abgeschlossenheit zur Disposition stellt. Und ich glaube, das gilt auch für jede mögliche Antwort auf die Frage, was kann Aufgabe der Wissenssoziologie sein? Sie muss auch etwas aufgeben. Gewisse vermeintliche identitätskonstruktive Traditionsbestände vielleicht zur Disposition stellen. Und ich möchte Vorschläge in zwei Punkten machen, was aufzugeben wäre. Was ist überhaupt eine allgemeine Soziologie? Ist das eine Soziologie, die mit einem monolithischen, methodischen Arsenal oder mit gewissen, durchaus auch traditionsreichen, theoretischen Prämissen die Gesamtheit der sozialen Phänomene mosaikartig, kumulativ irgendwann beschrieben haben wird?
ist, dass die Allgemeinheit die Gemeinde ist. Also ich definiere und schlage vor, und ich bin ja nicht der Einzige, das zumindest zu bedenken zu nehmen, dass der Allgemein Zuständigkeitsanspruch, das allgemeine Mandat, dann doch immer noch etwas mit allgemeiner Gesellschaftstheorie zu tun hat. Und für die Gesellschaftstheorie gilt meiner Auffassung nach, dass nun zwei Punkte der Wissenssoziologie revidiert gehören. Warum? Weil die Gesellschaftstheorie wahrscheinlich im Zuge der Multiparadigma-Situation, die ja hier auch schon aufgetaucht ist, möglicherweise nicht mehr aus einem Guss, nicht mit einem Paradigma, mit Bezug auf eine Ordnungsebene oder Form der Koordination alleine noch bewältigt werden kann. Es ist kooperativ, sodass die Wissenssoziologie mit Bezug auf konstitutive oder identitätsrelevante Bestände eigentlich sagen müsste, was ihr Spezifikum ist. Also ich glaube, der Wissenssoziologie, und ich spreche jetzt mal einfach in diesem Singular, der im Grunde genommen eigentlich keine wirkliche Referenz hat, aber dass die Wissenssoziologie eine spezielle Kompetenz mit allgemeiner Relevanz hat für das Projekt einer allgemeinen Soziologie als Gesellschaftstheorie. Das ist das Thema Intentionalität. Weil wir eigentlich alle anderen, ich sage nicht konkurrierenden, sondern im günstigsten Fall kooperierenden Perspektivierungen durch soziologische Paradigmen, meiner Auffassung nach, das kann man begründen, wenn man mehr Zeit hat, wahrscheinlich sogar halbwegs plausibel, unter dem Gesichtspunkt der Intentionalität nicht auch nur annähernd vergleichsweise über ein Dekompositions- und Rekombinationsvermögen theoretischer wie empirischer Art verfügen, wie das die Wissenssoziologie tut. Und deswegen würde ich auch im Anschluss an Thomas Eberle von vorgestern oder wann es war, sagen, der eigentliche Kern wissenssoziologischer Expertise ist die phänomenologische Tradition in Verbund mit ihrer hermeneutischen Rekonstruktion, mit der hermeneutischen Methode, mit dem hermeneutischen methodischen Arsenalen. Aber die hiermit Verantwortlichen oder das Vertretene wollen, mögen verzeihen. Es ist ja doch, das hast du, Michaela, angedeutet, es ist doch in weiten Beständen eine Vorkriegsphänomenologie, die hier noch traditionsstiftend ist und auch wirklich so in den subtilen Kammern der theoretischen Prämissen und der begrifflichen Heuristiken noch ihre Wirkung hat. Und deswegen sind die notwendigen Erweiterungen phänomenologischer Perspektiven auf Intentionalität, auf den Bereich des Subjektiven, der auch für großformatige und Makroordnung in der Gesellschaft eine nicht niemals aufzulösende Relevanz hat. Deswegen sind diese Bereiche der Intentionalität, die etwa in den Bereich des Somatischen, der Körperlichkeit, der Leiblichkeit, der vorprädikativen fungierenden Intentionalität, impliziten praktischen Wissensreichen, kommt plötzlich und gar nicht so plötzlich, teilweise auf obskurantistische Weise durch vermeintliche Gegenparadigmen über die Wissenssoziologie herein, anstatt dass sie dies auf eigene Weise entwickelt hat. Und ich denke, das ist eine Diskussion für sich. Es fehlt neben der Rezeption der philosophischen Anthropologie zum Beispiel die heideggerische Weichenstellung in Richtung einer hermeneutisch-existenzialistischen Phänomenologie. Vieles von dem, was unter neuerer Phänomenologie läuft, ist ja ohne das gar nicht zu denken und wiederholt das nur. Also Intentionalität ist für mich ein Spezifikum, das theoretisch wie auch empirisch der weiteren Raffinierung bedarf, wo sich möglicherweise einige Interessen, Forschungsperspektiven, aber auch theoretische Perspektiven konzentrieren lassen, die sowas wie einen Kernbestand und auch einen zukunftsträchtigen Kernbestand von wissenssoziologischem Forschen, Denken und Analysieren und eben auch Gesellschaftstheorie und Gesellschaftsanalyse liefern können. Was dabei allerdings meiner Auffassung nach hinderlich ist, und jetzt komme ich vielleicht zu dem unverschämtesten Vorschlag, also was am hinderlichsten ist, was also auch zum Kanon der aufzugebenden Selbstdeutung von Wissenssoziologen und Wissenssoziologen gehört, das ist der Konstruktivismus. Meiner Auffassung nach eine Irreführung, also ob jetzt sozialer Konstruktivismus oder kommunikativer Konstruktivismus, selbst die Vertreter stolpern schon mal über das Wort, also Soko oder Koko, meiner Auffassung nach und mit einigen Gründen, ist das entweder nicht ganz so ernst gemeint, also kein radikaler Konstruktivismus, dann ist es aber gewissermaßen trivial im Vergleich mit anderen Ansätzen. Oder aber es führt auf die falschen Spuren. Also es führt mit Bezug auf die Selbstreflexivität der Konstruktion von Konstruktionen auf falsche Spuren, wenn es auf Kosten von Referenz- und Geltungspostulaten geht. Also wenn es so eine Art
Beliebigkeit und Selbstbezüglichkeitsautomatik auslöst. Das ist natürlich nicht so gemeint, aber es wird von außen gewissermaßen so gelesen, dass Konstruktivismus eben heißt, das, was hier konstruiert wird, hat in irgendeinem Sinne keinen realen oder keinen festen oder keinen natürlichen Status. Das ist natürlich ein starkes Pfund gegenüber naturalistischen Ansätzen, naturalisierenden Vorstellungen und naturalisierenden Ideologien in der Gesellschaft, im sozialen Wissen. Aber es ist längst, glaube ich, notwendig, diese Art von Konstruktivismus zu erden, indem man etwa die pragmatischen oder praktischen Bezüge, die symbolische Konstrukte, aber auch methodische Konstrukte zu dem, worauf sie sich beziehen, eigentlich unterhalten, dass man die auch theoretisch und methodologisch wieder einholt und sich in so etwas wie einen neuen oder pragmatischen Realismus auf methodologischer Ebene auf der einen Seite langsam bewegt, aber auch bezogen auf den Gegenstand nicht mehr davon ausgeht, dass hier nur Konstruktionen, sondern auch Konstruktionen mit Referenz vorliegen. Zwei ganz kurze Anmerkungen, dann bin ich auch schon fertig. Erstens nochmal selbstbezügliche methodologische Ebene des Konstruktivismus, also was hieße Erdung eines sich selbst konstruktivistisch verstehenden Paradigmas, das hieße, wie gesagt, jenseits eines naiven Realismus oder eine Rückkehr zu naiv-realistischen oder naturalistischen Perspektiven schlichtweg zu rekonstruieren, wie eigentlich die Ordnung oder die Vorzugsordnung, die Präferenz von alternativen Konstruktionen, von Konstruktionen, an welchen Kriterien die sich eigentlich bemisst. Und das kann man an einer Rekonstruktion der Praxis, der Beurteilung solcher Konstruktionen ermessen. Und das heißt, ohne das ausführen zu können, man muss auch die Herausforderung der vermeintlich neorealistischen Ansätze, die Herausforderung durch Ansätze, die jetzt glauben, die Welt als erste in ihrer Materialität, in der Relevanz für Soziales entdeckt zu haben, muss eben zeigen und auch offensiv gegenüber diesen Ansätzen vertreten können, dass die Wissenssoziologie als eine hermeneutische und auch pragmatistisch inspirierte phänomenologische Tradition das längst schon quasi gezeigt hat oder im Sack hat. Bezogen auf die Gegenstandsebene, nur ein Stichwort: Sind denn wirklich, so wie es im Fall der Religion ist, der plausibel erscheint, großformatige Institutionalisierungen, die gesellschaftsweit Relevanz haben, nichts als Gegenstände symbolischer Transzendenz? Haben kollektiv gültige Fiktionen, das Recht, die Wirtschaft, der Markt, haben die keine Referenz jenseits subjektiver Vorstellungen? Gibt es da kein sich selbst organisierendes soziales Objekt, wenn man so will, oder einen sozialen Ordnungszusammenhang, eine Selektionsordnung, die nur als Aggregat oder als Summe oder als Traditionsbestand subjektiver Orientierung verstanden werden kann? Warum ist das so attraktiv? Weil die meines Erachtens sehr problematische und eigentlich völlig unklare Metapher des Aushandelns so viel subjektive Freiräume und auch Freiräume für subjektive Verantwortlichkeit verheißt, selbst da, wo sie vielleicht gar nicht bestehen. Also das Plädoyer lautet, dass man die Referenz sozialer Konstruktionen als eine reale Referenz auf objektive soziale Realität, und zwar auf sich selbst organisierende Entitäten auf der Makroebene ernst nimmt, weil man nur dann den Kosten der handlungstheoretischen Beschränkung der Wissenssoziologie etwa im Vergleich zur Systemtheorie offensiv gegen die Reduktion eines kybernetischen Idealismus in Angriff nehmen kann. Intentionalität revidieren, Konstruktivismus loswerden, wären meine Vorschläge. Danke. Ja, vielen Dank, Joachim Renn. Und wir kommen zum letzten Statement. Angelika Pofall, bitte. Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Gelegenheit, hier auch noch etwas beitragen zu dürfen. Aber es ist natürlich jetzt unglaublich viel schon gesagt. Was soll man eigentlich noch sagen? Ich versuche, ein paar zusätzliche Aspekte vielleicht noch in die Diskussion zu bringen. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, na ja, wenn man so ein Spannungsfeld aufmacht, Spezialsoziologie oder allgemeine Soziologie, dann führt das wahrscheinlich nach gründlichem Abwägen und gründlicher Reflexion zu einem ganz entschiedenen sowohl als auch.
Und teilweise klang das ja auch an, je nachdem, was man eben unter einer allgemeinen Soziologie und unter einem speziellen Beitrag verstehen will. Für beides lassen sich Argumente finden. Ich habe mir gedacht, man könnte sich das Ganze ja mal empirisch anschauen und selbstwissenssoziologisch herangehen an diese Fragestellung. Dann kommt man zum Ansatzpunkt der empirischen Ausdifferenzierung des wissenschaftlichen Feldes, also der Soziologie insgesamt. Und dann zeigt sich auch sehr schnell, dass wir es hier bei den verschiedensten Untergliederungen der Gebiete mit historischen und das heißt wiederum mit kontingenten Kategorisierungen zu tun hat. Die folgen auch keiner einheitlichen Logik. Mal differenzieren sie sich aus nach Handlungssphären, also zum Beispiel Arbeits- oder Familiensoziologie, mal nach Strukturierungsprinzipien, zum Beispiel Soziologie sozialer Ungleichheit, mal nach Dimensionen des Sozialen. Da würde ich eher dann die Wissens- und auch die Kultursoziologie vielleicht zuordnen. Aber was heißt das? Vor diesem Hintergrund dieser realen wissenssoziologisch betrachtbaren Ausdifferenzierung des wissenschaftlichen Feldes Soziologie meine ich, dass die Wissenssoziologie zwar einen sehr deutlichen Fokus hat, mit ganz großer Vorsicht würde ich sagen, einen nicht substanziell bestimmbaren, aber sich in Manifestationen äußernden Gegenstandsbereich, aber Sie sehen schon, da ist ziemlich viel Zusatzbestimmung dabei, nämlich Wissen. Das macht sie aber nicht, das macht sie nicht zu einer Bindestrich-Soziologie, ähnlich der klassischen Berufs-, Arbeits-, Religions- oder Familiensoziologie. Diese Unterteilungen spiegeln ja zuvorderst die funktionale Ausdifferenzierung der sozusagen real existierenden Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts. Es ist jetzt vielleicht nicht das Schlimmste, wenn man nicht in ein Modell aus dem vorigen Jahrhundert passt. Aber ich habe an der Stelle auch noch mal, möchte ich noch mal erinnern an die schöne Geschichte, die Hans-Georg Söffner am ersten Abend erzählt hat. Der Begriff Wissenssoziologie, es ging um Sprache, es ging um Wissen, um Interaktion. Heute käme vielleicht die Kommunikation dazu, so der Hinweis. Und das hat damals nicht in die DGS-Bürokratie gepasst. Das ist doch wissenssoziologisch eine tolle Geschichte. Ja? Man hat ein Riesengebiet, einen riesengroßen Anspruch auch. Dann passt es nicht in die Amtsregister. Es kommt ein Begriff heraus, ein Wort und wir führen Selbstverständigungen und geraten in Legitimations-, teilweise auch Rechtfertigungszwänge über dieses Wort. Also das Wort ist die Tat, das kann man daran wieder sehr schön sehen. Ob nun dieser Wissensbezug die Wissenssoziologie zu einer allgemeinen Soziologie macht, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber das hat damit zu tun, dass ich generell etwas skeptisch bin gegenüber diesem Denken in Fachuniversalismen und der Dogmatik oder Scholastik, die sich da schnell einstellt. Ich würde sagen, die Soziologie ist heute ja eigentlich mehr denn je zu einem multiperspektivischen Fach geworden und kann das auch akzeptieren, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber angesichts dieser Multiperspektivität scheint es mir sehr viel ergiebiger und da schließe ich aber schlichtweg an die Vorrednerin und die Vorredner an, von einem grundlagentheoretischen Beitrag der Wissenssoziologie zu fragen. Und dieser scheint mir doch sehr, sehr klar gegeben. Wissen, also ich setze jetzt mal an dieser Kategorie an, Wissen und die damit verknüpfte Frage der Intentionalität, der Sinnkonstitution, der Bedeutungszuschreibungen, der Symbolisierungsleistungen, das alles verweist auf zentrale Dimensionen des Sozialen. Und wenn man Soziales jetzt wiederum nicht als Substanz begreifen will, sondern dafür votiere ich als Prozess, als Bewegung, als Relation aller dazugehörigen humanen und nicht humanen Elemente, dann zeigt sich, glaube ich, diese grundlagentheoretische Bedeutung sehr schnell. Sozialität in so einem Verständnis ist wesentlich, aber natürlich nicht ausschließlich an Wissen, sei das jetzt die objektivierte Sinnhaftigkeit institutionalen Handelns, sei es die Erfahrungskategorie, gebunden. Und vergleichbar der Analyse von Kultur ergibt sich daraus meines Erachtens diese grundlagentheoretische Bedeutung einer Analyse der Genese, der Formen, der Wirkungen
von Wissen. Es wurde die Wissenssoziologie auch am ersten Abend von Hans-Georg Söffner als angewandte Kulturwissenschaft bezeichnet. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, ich halte das für sehr überzeugend, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir diese gleiche Debatte oder eine ähnliche für die Kultursoziologie führen könnten. In diesem Zusammenhang plädiere ich, und Michaela Fadenauer hat es schon angesprochen, dafür, die Wissenssoziologie oder den Wissensbegriff aber eher auch von seinen Rändern her zu denken, in der Tat, welche Rolle spielen Emotionen, Empfindungen, Sinne, Materialität, Körperlichkeit und Imagination. Ich glaube aber nicht, ich glaube wirklich nicht, dass man da sozusagen jetzt außerhalb der Wissenssoziologie suchen muss, wo wird denn das jetzt thematisiert und wo können wir uns das abholen. Ich glaube, dass die Wissenssoziologie in ihrer Geschichte und theoretischen Tradition hier sehr, sehr, sehr viel schon vorgearbeitet hat und sehr, sehr viel zu bieten hat. Ich denke an die Mundanphänomenologie, ich denke auch daran, dass Berger und Luckmann ihr Programm auch als humanistische Soziologie gekennzeichnet ist. Das ist ein Reizwort, das spiele ich jetzt bewusst hier ein, aber ich sehe in dieser Selbstbezeichnung, ist nicht meine Etikettierung, die Selbstbezeichnung humanistische Soziologie von Peter Berger und Thomas Luckmann, kann man nachlesen. Ich übersetze mir das nicht als irgendwie philosophische Voreingenommenheit oder Borniertheit, man sieht immer nur irgendwie so einen gottähnlichen Menschen. Nein, ich übersetze mir das als Frage nach dem Verhältnis von Existenzialität und Sozialität. Und neben all den anderen Aspekten, die wir angesprochen haben, sehe ich darin ein ganz großes Forschungsprogramm, auch das längst nicht ausgeschöpft ist. Damit bin ich auch schon bei den Herausforderungen. Mir geht es schon sehr stark darum, und das hat nichts mit Traditionspflege zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, sozusagen auch die Möglichkeiten des eigenen Fachs auszuschöpfen. Mir geht es sehr stark darum, auch nach dem Gewinn einer wissenssoziologischen Perspektive zu fragen. Und neben dem grundlagentheoretischen Beitrag scheint mir der auch doch sehr deutlich auf einer methodologischen Ebene zu liegen. Wenn man von einer empirisch orientierten Wissenssoziologie ausgeht, ich betone eine empirisch orientierte Wissenssoziologie, dann lässt sich meines Erachtens doch lernen, wie man Gesellschaftsanalyse betreiben kann, die in hohem Maße auch skeptisch ist gegenüber den Selbstverständlichkeitsannahmen, dem Evidenzglauben und auch der unkritischen Selbstverliebtheit vieler wissenschaftlicher Kategorisierungen. Mir geht es hierbei nicht um Einsicht in die Konstruiertheit von Wirklichkeit, mir geht es nicht um Herrschaftskritik, mir geht es auch nicht um einen generalisierten Ideologieverdacht, den teilen andere auch, das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Entscheidend bleibt für mich aus einer wissenssoziologischen Perspektive aber, die Theoriebildung aus der Empirie heraus zu entwickeln und durch die Empirie heraus auch in Frage stellen zu können, auch eben die wissenschaftliche Wissensproduktion durch die Empirie in Frage stellen zu können. Und das impliziert Unterschiedliches, ich zähle das nur ganz kurz auf, das impliziert zum einen, dass man wachsam ist gegenüber dieser wirklichkeitskonstituierenden Leistung oder Kraft auch der je eigenen Begriffe, das Wort ist die Tat, ich wiederhole es noch einmal, das impliziert aber auch ein sehr ambitioniertes methodologisches Reflexionsniveau hinsichtlich erstens der Möglichkeitsbedingungen von wissenschaftlichem Verstehen, zweitens der Zugänglichkeit, der Selbstbeschreibung der empirischen sozialen Welten und drittens der Frage, wie beides zusammengebracht und aus beiden Erkenntnis gewonnen werden kann. Eine empirisch anspruchsvolle Wissenssoziologie hat hier meines Erachtens sehr viel zu bieten und das lässt sich immer, das muss und lässt sich auch immer weiterentwickeln. Die Bemühungen um eine wissenssoziologische Hermeneutik, das Stichwort ist noch gar nicht gefallen, wissenssoziologische Hermeneutik, also eine auf das Verstehen auch des Verstehens ausgerichtete Analyse, scheint mir doch hier sehr weiterführend. Diese methodologische Schärfe, die ich für einen ausdrücklichen Gewinn halte, die impliziert aber natürlich auch umgekehrt das wissenssoziologische Potenzial immer weiter auszureizen.
Und besonders wichtig erscheint mir hierbei, das ist jetzt auch noch ein Aspekt, der noch nicht gefallen ist, besonders wichtig erscheint mir hierbei auch die Bemühungen um eine wissenssoziologisch fundierte Gegenwartsdiagnose weiter voranzutreiben, sehr viel weiter, als das bisher geschehen ist. Ich fände es, das ist auch einfach ein persönliches und fachliches Interesse gleichermaßen, ich fände es sehr schade, die großen Fragen so der Gesellschaftsentwicklung, der Transformation und der Metamorphose von Moderne, der Globalisierung, der Weltgesellschaft und so weiter, zu einer empirisch uninteressierten Vogelperspektive zu überlassen oder so einer, ich sage etwas provozierend, gottgleichen, weltumspannenden Komparatistik, Big Data, das ist ein Thema in vielen Zusammenhängen außerhalb unserer Sektion, das sind die einzigen, die alles sehen, deswegen, oder zu sehen glauben, deswegen sage ich gottgleich. Ich denke, dass diese methodologischen Herausforderungen einer wissenssoziologisch fundierten Gegenwartsdiagnose, die sich auch an diese großen Fragen der Gesellschaftsentwicklung heranwagt, die sind aber wiederum enorm, da lässt sich nicht einfach Business as usual betreiben. Man muss danach fragen, wie lässt sich das Soziale flachhalten, so formuliert es Latour. Und diese Formulierung, auch wenn ich in vielen anderen nicht zustimme, die finde ich sehr schön. Wie lässt sich das Globale lokalisieren? Was heißt denn unter weltgesellschaftlichen und Globalisierungsbedingungen überhaupt noch ein Feld? Wie können wir das fassen? Das sind Fragen, die sich da auftun. Und ich denke, da haben wir eine ganze Menge noch zu tun und auch beizutragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Angelika Pofall. Wir haben schon die erste Wortmeldung. Ich wollte noch zwei sortierende Sätze vorweg schicken, dann können wir gleich in die Diskussion gehen. Also Sie sehen, also es gibt eine große Bandbreite von Fragen und auch von Statements, Positionierungen und wir können das sicherlich nur andiskutieren. Ein Spannungsbogen reicht vielleicht von der Feststellung von Martin Endres, dass die sozial-gesellschaftliche Konstruktion noch bei weitem nicht ausgeschöpft ist auf der einen Seite, über das Festhalten am Wissensbegriff in seiner breiten Auslegung auf das Michaela Pfadenauer, Angelika Pofall hingewiesen haben, bis auf der anderen Seite die Hinweise darauf von Bernd Schnettler, die Arbeit an der Theorie und bei Joachim Renn, die Intentionalität als Konzepte, also die Idee der Theorieentwicklung und dass das doch ein aktuell dringliches Problem ist. Und das sieht zunächst vielleicht etwas losgelöst von den Gegenstandsfragen, auch von den Veränderungen der Methodologie, aber gerade in der Wissenssoziologie ist es ja eng miteinander verknüpft und die Hinweise von Jürgen Raab, von Angelika Pofall, von den anderen auf sich auch verändernde Herausforderungen sind sicherlich auch ein wichtiges Thema, was auf der Gegenstandsebene induziert, aber auch über Methodologie eingeholt werden sollte. Paul Rabinow hat kürzlich mal gesagt, für die Laboranthropologie in den Technikwissenschaften stellt sich das Problem, weil wenn Sie Ihre aufwendigen Verfahren machen, dann schreiben Sie eigentlich nur noch Geschichtsbücher, weil die Entwicklung ist so rasant in den Laboratorien, dass im Grunde, wenn das Buch erscheint, ist es schon wieder völlig anders und Sie sind sozusagen eigentlich Geschichtswissenschaft geworden und das ist ein Problem, aus dem Sie herauskommen wollen und das ist für Sie ein Problem, am Gegenstand Methodologien zu entwickeln. Vielleicht gibt es auch für die Wissenssoziologie ähnliche Bezüge. So, damit können wir in die Diskussion einsteigen. Bitte. Oliver Timbert. Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt hier so in die Runde schaue, dann möchte ich erst mal eins vorausschicken und festhalten, sitzen viele Leute auf dem Podium. Die Wissenssoziologie in der deutschen Soziologie ist ein machtvolles Kollektiv, eine soziale Gruppe. Wir können die Wissenssoziologie jetzt ergründen als soziale Gruppe in ihrer Gruppenstruktur oder wir können sie thematisch als Wissenssoziologie der Wissenssoziologie uns angucken. Ich möchte das nur mal vorausschicken, um da mal zu differenzieren, um was es hier möglicherweise gehen könnte. Ich kann als Wissenssoziologe jetzt, wie ich gehört habe, und dem würde ich sofort zustimmen, ich kann versuchen, dieses Fach, dieses Thema positiv zu bestimmen und programmatisch zu diskutieren. Das hat, glaube ich, stattgefunden. Ich kann Sozialtheorie, ich kann protosoziologisch, ich kann gesellschaftstheoretisch dieses Thema angehen. Ich soll es auch zeitdiagnostisch angehen.
Ich kann also hier auf alle, auf das ganze Spektrum gesellschaftssoziologisch-theoretischer Fragen die wissenssoziologische Perspektive anwenden. Ich kann auch als Spezialsoziologe Wissenssoziologie machen. Ich kann Familiensoziologie wissenssoziologisch machen und Organisationssoziologie und alles Mögliche. Es gibt keinen Punkt, den ich nicht wissenssoziologisch ergründen kann. Soweit verschwindet mir dann der differenzierbare Gegenstand der Wissenssoziologie eigentlich, also er zerrinnt mir wie Sand aus den Händen, weil Wissenssoziologie ist alles. Und dann haben wir diese Frage, ist es jetzt eigentlich die Soziologie oder ist es eine Spezialsoziologie? Und ich glaube, wir kommen mit dem hier jetzt oftmals wiederholten sowohl als auch in der Hinsicht nicht weiter, weder noch. Also diese Wissenssoziologie ist irgendwie etwas anderes, was dazwischen ist. Und was wir hier machen als soziale Gruppe ist, dass wir unsere Gegenstände etikettieren und dann eine gewisse Praxis entfalten, die wir noch gar nicht so richtig durchschaut haben, weil jeder im Prinzip so seinen Forschungsstil als Wissenssoziologin, Wissenssoziologe auf seinen Gegenstand bezieht. So, und dann haben wir dieses Problem mit dem Kongress. Es diffundiert, es differenziert sich. Man weiß nicht mehr so genau, wer sind wir eigentlich? Sind wir noch eine Sektion oder fallen wir auseinander in verschiedene Arbeitskreise? Das heißt, wir haben hier ein soziales Phänomen eigentlich von einer solchen fachlichen Differenzierung vor uns. Und jetzt würde ich einen gemeinen Vorschlag machen, der mit meiner Frage verbunden ist ans Podium, die aber bitte nicht zu beantworten ist, weil dann, glaube ich, wird es schwierig. Wir haben positiv versucht zu bestimmen, was Wissenssoziologie ist. Mich würde interessieren, können wir es auch negativ bestimmen? Was ist denn nicht Wissenssoziologie? Aber wenn wir das jetzt anfangen zu diskutieren, dann kriegen wir uns, glaube ich, ganz schön in die Rolle. Vielen Dank. Möchte dennoch jemand reagieren auf dem Podium, trotz der Warnung? Sonst nehmen wir das als Statement. Ja, also bitte... Jürgen, ja. Ja, vielen Dank, Oliver Dimmert. Ich habe mir diese Frage auch permanent gestellt. Ich habe mir sie ja vor allem gestellt, als Martin referiert hat. Ich habe mir unter, bei dir drunter geschrieben, asymmetrischer Krieg, Münkler. Also was hatten wir für, nur als Stichwort für mich. Hübsche, deine hübsche Assoziation. Wir, da im Boden. Wir haben offensichtlich ein Problem, das Berger und Luckmann in der Form nicht hatten. Also sie hatten eine klar definierte Frontlinie. Es gab das andere Paradigma, gegen das Sie angeschrieben haben und angedacht haben. Uns ist, wie, wenn man so will, dieses Gegenparadigma weggebrochen. Viele kleine Schauplätze möglicherweise, die wir gar nicht richtig identifizieren können, die wir gar nicht richtig festschreiben können. Die Frage stellt sich, können wir überhaupt über diesen Weg zu einer Art Profilierung gelangen? Oder liegt nicht vielmehr die Profilierung nicht in der scharfen Positionierung, sondern, mein Hubert hat das ja gestern auch gemacht, weg von der Substanz sozusagen, ja, hin zu dynamischen Begriffen. Und deswegen sehe ich dies sowohl als auch nicht als eine Rückzugsposition ins Beliebige, so kann man das ja auch lesen, sondern eher als das produktive Moment in dieser Hinsicht. Aber vielen Dank. Jetzt sind noch ein paar Reaktionen auf dem Podium. Angelika Pofel. Ja, nur ganz kurz, also ich gehe jetzt nicht in die Falle zu sagen, wirklich einzusteigen in diese Diskussion, wer gehört nicht dazu oder was ist es nicht. Ja. Aber ich würde mich davor wirklich verwahren wollen, also das zu sagen, ja, alles ist Wissenssoziologie. Also wenn der Eindruck entstanden sein sollte vom Podium aus, dann haben wir unsere Aufgabe, glaube ich, nicht erfüllt. Ne? Es ist eben nicht alles Wissenssoziologie, ja? Sondern es sind hier eine Reihe Vorschläge, glaube ich, gemacht worden, wie man das theoretisch, grundlagentheoretisch, methodisch, methodologisch sehr, sehr scharf fassen kann. Und wir sind eben genau, es ist nicht alles ist Wissenssoziologie und wir reden auch nicht in einer irgendwie verwaschenen Weise von allem Möglichen. Also das wäre dann tatsächlich ein Eindruck, den ich, ich teile auch nicht, dass das die adäquate Situationsbeschreibung ist. Nee, da sehe ich sehr viel mehr Profiliertheit und Schärfe doch da in der Argumentation. Aber. Dann Schnettler. Ja, ich bin, also asymmetrische Kriegsführung finde ich jetzt als Pazifist fast unerträglich in der Selbstdarstellung. Da glaube ich nicht, dass wir mit dieser, also obwohl ich deiner Diagnose natürlich zustimme, nicht? Es gibt ein Problem des Erfolgs dieses Ansatzes und das zeigt sich auch in dem, was
Joachim Renn thematisiert hat, in dieser kurzen Formel, Intentionalität revidieren, Konstruktivismus loswerden, das ist ja ein Selbstmissverständnis, was da gepflegt wird. Man muss das auch, da würde ich dir teilweise zustimmen in der Diagnose, das ist ein Problem, dass wir inzwischen auch in der Sektion weiten Teilen die Auffassung vertreten, wir seien Konstruktivisten irgendwelcher Provenienz und das so sehr an dieser Bezeichnung aufhängen. Das lässt sich aber lösen, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich die Grundidee war. Und das ist ja schon ein erstes Übersetzungsproblem gewesen. Als der sinnhafte Aufbau in das Amerikanische übertragen wurde, gab es dafür keinen anderen Begriff als Construction. Und daraus leitet sich diese gesamte Geschichte der Missverständnisse ab. Aber darum geht es doch. Es geht doch darum, eine Theorie zu entfalten, eine Sozialtheorie weiter zu entfalten, die die Vorgänge des Aufbaus sozialer Wirklichkeit beschreiben kann. Und dass diese Beschreibungen dann defizitär sind, jeweils an zeitliche Umstände gebunden, ist klar. Aber das wäre die sozialtheoretische Aufgabe. Und ich, nochmal, ich würde die sehr stark abkoppeln, stärker auch abtrennen. Und in dem Punkt würde ich Angelika widersprechen. Gerade das starke Übergewicht an zeitdiagnostischen Verarbeitungen wissenssoziologischer Ansätze hat uns, glaube ich, eher, es hat uns Teile des Erfolges beschert, aber auch einen Haufen von Problemen eingehandelt. Und wenn ich als Letztes noch eine Bemerkung machen darf zu Martins Aufruf, weiter stärker mit den Historikern zu kooperieren, dann teile ich das inhaltlich sehr. Meine Erfahrung allerdings in der Versuch der Zusammenarbeit mit Historikern, es gilt zum Teil auch mit anderen geisteswissenschaftlichen Fächern, ist, dass da das Problem regelmäßig auftaucht, dass diese Fächer uns eigentlich meinen, nicht zu gebrauchen. So Literaturwissenschaftler, die Luhmann lesen, lassen sich meistens nicht von Soziologen darüber aufklären, was eigentlich sozusagen Gegenstand dieser Werke ist, die sie da lesen. Und was Ähnliches passiert auch in der von dir zitierten Wissensforschung in der Geschichte. Die haben nämlich ein ausgesprochenes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber Wissenssoziologen, gegenüber Soziologen überhaupt, weil sie das in ihren Fächern selbst schon verarbeiten. Und deswegen kann man das wünschen, aber es ist, glaube ich, auch eine Nebenfolge dieser Diffusion wissenssoziologischer Ideen in andere Disziplinen und vielleicht sogar in gesellschaftliche Teilbereiche, dass damit oft diejenigen, die sich damit intensiver beschäftigen, überflüssig werden. Nicht? Und dieser Paradoxie kann man schwer nur sich entziehen. Ne? Ja, ich würde auch gerne so tun, als wäre das sehr einfach zu sagen, was Nichtwissenssoziologie ist. Wobei ich mich schwer tue zu sagen, wer Nichtwissenssoziologin ist, denn das ist vielleicht, sollte jetzt nicht primär als ein sozialer Verband, sondern doch eher als eine Perspektive oder eine wissenschaftliche Attitüde oder auch ein Set von Prämissen aufgefasst werden. Also was ist nicht Wissenssoziologie? Ganz einfach, Systemtheorie und Racial Choice. Das ist nicht Wissenssoziologie. Warum nicht? Also jedenfalls dann, wenn man sich darauf einlässt, dass die Wissenssoziologie phänomenologisch hermeneutisch aufgebaut ist, dann ist das Problem der Auslegung, und zwar der konstitutiven Funktion der Auslegung für die Konstitution und Reproduktion sozialer Ordnung, weder für die Systemtheorie noch für Racial Choice in irgendeiner Hinsicht konstitutiv. Das spielt da einfach keine Rolle. Der Punkt ist aber nun der, von wegen Differenzierungstheorie und Gesellschaftsanalyse und allgemeines Mandat, dass man jetzt nicht mehr so tun kann, als wären es drei sozusagen in gleicher Nähe zu Gott gleichgültige Paradigmen, die dasselbe halt anders beschreiben, sondern sie beschreiben unterschiedliche Sphären oder Dimensionen moderner Gesellschaft. Und deswegen möchte ich die Frage, was ist Nichtwissenssoziologie, jetzt instrumentalisieren für eine Rückfrage an viele meiner Kollegen und Kolleginnen, nämlich was diese Formel von dieser empirischen Grundlegung der Theorie überhaupt eigentlich bedeuten soll. Ich als Theoretiker muss jetzt einfach mal sagen, das ist doch eine absolute Selbstverständlichkeit, dass sich Theorien aus der Empirie entwickeln. Aus was denn sonst? Also ich meine, aus der kontemplativen Introspektion von Husserl. Das ist doch keine Theoriebildung, die irgendjemand noch ernst nimmt. Hat Weber überhaupt eine Theorie? Wenn ja, hat er sie irgendwie vom Himmel geholt?
Ist Habermas, ist das eine Theorie, die nicht auf Erfahrung rekurriert? Die Frage ist, soll man doch mal bitte beantworten, nicht wie wir die Theorien empirisch erden. Das ist eine Trivialität ohnegleichen, sondern was eigentlich gemeint ist mit Theoriebildung aus der Empirie heraus. Das möchte ich eigentlich mal sehen. Martin. Genau, das hat hübsche Konnotationen. Dem letzten stimme ich ganz zu. Ich finde beide Fragen wichtig, würde ich gern vorweg sagen. Das Risiko der Parzellierung, ja klar. Potenziellen Spezialisierungsgewinnen stehen immer potenzielle Entkonturierungsverluste entgegen. Das ist strukturell ambivalent, das Phänomen, keine Frage. Dem wird sich eine Sektion wie auch sozusagen ein Paradigma, wenn man den Begriff von mir aus benutzen will, immer stellen müssen. Also ist ein Prozessphänomen, von daher unabschließbar. Was ist nicht Wissenssoziologie? Habe ich eine andere Auffassung als Joachim an der Stelle? Also ich erinnere nochmal auch an das Statement von Ilja am Freitagabend. Donnerstagabend. Wenn du sagst, Wissenssoziologie ist phänomenologisch aufgebaut oder begründet, das exkludiert mir einfach zu viel. Und zwar das sage ich, obwohl ich sozusagen mich paradigmengebunden fühle. Wo bleibt da Karl Mannheim? Den wird man schwerlich in die Phänomenologie einordnen können. Geschichte. Das ist eine andere Exklusionslogik, aber egal. Wo bleibt die Systemtheorie? Also man muss auch Selbstbeschreibungen als Wissenssoziologie von unterschiedlichen Ansätzen ernst nehmen und damit konstruktiv umgehen. Sozusagen, das würde ich immer als Herausforderung begreifen. Dadurch lernt man nämlich auch. Oder wo bleibt die objektive Hermeneutik, die von vielen im Raum ja auf exzessive Weise geschätzt wird? Bitte? Gute Frage, hast völlig recht. Ach, die Schätzer. Dich meinte ich, Ronald. Nein, nochmal ernsthaft zurück. Was ist nicht Wissenssoziologie? Also, wenn man keine naiv-ontologische Differenzierungsdynamik für die Soziologie will, also Familiensoziologie, Jugendsoziologie, Kindersoziologie und so weiter, also ein Ausdifferenzierungsphänomen, was ich immer noch problematisch finde, dann und zugleich reflexiv sich vergegenwärtigt, dass die Frage, was ist eigentlich Wissen, ein Forschungsprogramm ist und keine dezidiert zu beantwortende Anfrage, dann weiß ich nicht, ob man nicht einen Pappkameraden mit dieser Frage letztendlich aufbaut. Muss eine eindeutige Gegenstandsbestimmung sozusagen perspektivenkonstitutiv sein? Das glaube ich nicht. Und sozusagen in der Perspektive auf alle, die sozusagen historisch-prozessual sicherlich unterschiedlich als Wissen aufgeladen, beobachtbaren und mit Wissenspraktiken, mit Wisseninstitutionen verbundenen Prozesse der Strukturierung und Restrukturierung sozialer Wirklichkeit, würde ich ganz umstandslos als potenziell wissenssoziologische Forschungsgegenstände betrachten. Das andere, die Frage, setzt eine sozusagen Grenzziehungslogik voraus, die ich a priori für nicht zielführend halte. Lass mich das so formulieren, okay? Letzter Satz, Historiker. Ja, nun gut, ich meine, natürlich nicht alle, aber Borniertheit ist immer ein wechselseitiges Phänomen. Das gibt es auf soziologischer Seite, muss man nüchtern sagen, auch. Sodass das natürlich diejenigen sind, die erstens mit sozialwissenschaftlichen Kategorien arbeiten und das offensiv tun, nicht gleich sozusagen Kolonialisierungsängsten ummantelt, im Umfang niedergedrückt werden. Und zum anderen diejenigen, die sich in diesen Kontexten bewegen. Und dort wird mit Soziologie umgegangen. Vielen Dank. Jetzt Michaela Fadenhauer noch und ich bitte Sie auch, wenn Sie Fragen haben, mir das zu signalisieren für die weitere Diskussion. Ich will im Grunde nur zwei Bemerkungen zu Joachim Renn machen. Also du hast natürlich immer recht, prinzipiell, aber die... Danke. Aber gleichzeitig ist es trotzdem absoluter Unsinn, um das auch hinterher zu schicken. Und das sage ich jetzt mit der Deutlichkeit, weil ich so eine Freude hatte letzte Woche beim ÖGS-Kongress in Innsbruck. Ich weiß nicht, ob der Thomas Dörfler noch im Raum ist. Da gab es irgendwie eine Podiumsdiskussion und da ging es richtig zur Sache. So, Herr Kollege, was reden Sie für einen Unsinn? Ja, wenn Sie nicht zuhören können und in diesem Stil. Und am Tag drauf
habe ich dann einen der Kontrahenten gesprochen und gesagt, das war jetzt aber schon, na, das hat, na ja, so diskutieren wir halt hier in Österreich. Und das versuche ich jetzt. Also es ist Unsinn, ganz verhalten. Nein, also ich meine, wir reden über Etiketten und das Etikett empirische Wissenssoziologie ist zu einer ganz bestimmten Zeit aufgekommen, da war es dringend notwendig. Das war sozusagen zu einer Zeit, in der Empirie mit einer ganz bestimmten Idee von Sozialforschung verbunden war. Man musste deutlich machen, diese Empirie führt nicht, jedenfalls nicht nur zum Guten oder zur Wahrheit oder wie auch immer du es verstehen willst, und hat das gesamte interpretative Paradigma auf dieses Niveau gebracht, auf dem es heute ist, und speziell in der deutschsprachigen Soziologie. Ja, die wissenssoziologische Hermeneutik als ein ganz, ganz starkes Pfund sozusagen in dieser Entwicklung, aber natürlich auch viele andere. Und das ist wichtig zu kennzeichnen. Ja, so wie die empirische Sozialforschung als Sektion irgendwie auch sich auf ihr empirisch draufhockt. Natürlich ist es erstmal trivial, aber es ist auch wichtig vor dem Hintergrund dessen, dass die Wissenssoziologie eben identifiziert wurde mit diesen Lehnstuhltheoretikern, die im Grunde sozusagen nur irgendwie ein bisschen was im Kopf verschoben haben und da dicke Bücher draus geschrieben haben, um deutlich zu machen, wir gehen nun anders heran. Ja, und möglicherweise kann man sagen, es ist nun nicht mehr notwendig, das zu betonen, aber aus der Geschichte heraus war es notwendig. Zweite Bemerkung ist zur Anregung, den Konstruktivismus aufzugeben. Was die Phänologie angeht, sind wir, glaube ich, auf einer Linie. Ich halte es, auch da argumentiere ich erstmal über die Frage der Etikettierung. Und ich habe zwei Grundverständnisse, was mein wissenschaftliches Arbeiten angeht. Das eine ist, ich habe konkrete Fragestellungen, dazu muss ich empirisch vorgehen. Dazu ist in vielen Fällen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sozialisiert ist auf eine bestimmte Art und Weise, habe ich den Eindruck, die Wissenssoziologie hilft mir. Das ist der eine Antrieb meines Arbeitens. Der andere Antrieb ist, dass ich den Eindruck habe, unsere Aufgabe besteht darin, zu einem großen Berg von Wissen, Vorstellungen, die erstmal widerlegt werden müssen, bis dahin irgendwie als einigermaßen plausibel gelten, ein Stückchen was beizutragen, und die Welt beschränkt sich nun einfach nicht mehr nur auf den deutschsprachigen Raum. Und wenn wir nun zum Beispiel die Kameraden der Cultural Sociology in Amerika, ja, die hier irgendwie mit Meaning-Making und ich weiß nicht was herumhantieren, wenn wir mit denen diskutieren wollen, dann müssen wir bestimmte sozusagen Identifizierungsmöglichkeiten setzen und deren Potenzial ausschöpfen, und Social Construction oder Social Constructivism ist meines Erachtens eine der Identifizierungsmöglichkeiten, die wir vielleicht dann aufgeben können, wenn wir deutlich gemacht haben, dass gegenüber dieser unglaublich flachen Idee von Social Constructivism, ja, die über den Scott-Ansatz und ich weiß nicht was, ja, als Binsenweisheit nun im Raum ist, und gleichzeitig dem Unsinn des radikalen Konstruktivismus die wirklich bessere Alternative haben. Angelika Pofel möchte auch noch. Möchte auch noch was sagen. Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen aufgefordert, na, weil ich habe ja dieses Stichwort mit der empirisch orientierten Wissenssoziologie und dann auch noch die Theoriebildung aus der Empirie heraus reingebracht. Naja, ich meine, das ist nicht trivial, aber ich bitte dich, Joachim, wir sind doch jetzt hier nicht im Einführungskurs für qualitative Sozialforschung. Na, ich meine jetzt nicht diesen Klassiker, ja, wir müssen uns irgendwie die Welt da draußen irgendwie auch noch anschauen und so. Das wäre wirklich trivial, ja. Ich denke aber, es ist auch nicht nur Geschichte, das ist nicht nur museumsreif, das immer noch einzuklagen und nach wie vor, sondern das hat schon nach wie vor eine aktuelle Bedeutung, aber nicht auf so einem simplen Niveau, sondern es geht doch darum, dass wir diese grundlagentheoretische Perspektive haben und damit aber sozusagen auch aufgefordert sind, Methodologieentwicklung zu betreiben und dabei nicht ganz vergessen sollten, dass die Welt nicht nur aus Soziologen besteht. Und ich bin nicht der Meinung, dass die genannten Chefideologen der, ich sage es jetzt mal ganz hart, der Theorieentwicklung in der Soziologie das alles immer schon geleistet und eingeholt haben. Also insofern würde ich diese Aussage, das sei doch trivial, dass man auch noch Empirie betreiben muss, zurückweisen. Und ich denke auch nicht, dass die Theoriebildung nur eine Aufgabe des Arbeitskreises theoretische Soziologie innerhalb der Wissenssoziologie ist, sondern das geht uns schon alle an. Ich habe das nicht gesagt, dass es trivialerweise auch Forschung geben müsse. Ich bitte darauf zu achten, ich habe gesagt, es ist auch gar nicht so selbstverständlich, was genau jetzt von wegen Grounded Theory und so weiter, was genau gemeint ist mit
empirischer Anbindung und der Theorie bzw. Theoriebildung aus der Empirie heraus, wenn unter Theorie Dinge rubriziert werden, wie sie zum Beispiel Bernd Schnettler angesprochen hat. Sozialtheorie, Gesellschaftstheorie und Zeitdiagnostik, die ja bitteschön nicht irgendwie feuilletonistische Schnellzusammenfassungen von Eindrücken, die man so aufsammelt, sein soll, sondern solide, empirisch gut belegte, aber doch generalisierende Deutung von größeren Zusammenhängen. Generalisierung, Gesellschaftstheorie, Differenzierungstheorie, da stehe ich drauf. Ja? Und das versuche ich auch gewissermaßen als einen erstens unverzichtbaren Bestandteil auch der Wissenssoziologie. Ich unterscheide trotzdem zwischen eher und dieser und anderer Soziologien, ohne die anderen damit abzuwerten. Dass es also auch zur Wissenssoziologie gehören sollte, die Agenda des makroanalytischen Mandates, gesellschaftstheoretisch, zeitdiagnostisch, differenzierungstheoretisch und ich füge hinzu, evolutionstheoretisch, zu bedienen oder aus eigenen Stücken dazu beizutragen. Und das ist die Herausforderung mit Bezug auf die Anbindung an die Empirie. Wenn wir hermeneutische Methoden, das interpretative Paradigma, alles richtig, ja, ist verdienstvollerweise stark gemacht worden, aber wenn das auch auf diesen Bereich der Theoriebildung ausgedehnt würde, dann ist es einfach nicht mehr hilfreich, immer nur noch zu sagen, die Theorie muss irgendwie empirisch angebunden sein, weil das auch in einem höheren Sinne meiner Ansicht nach nicht mehr diskriminierend ist gegenüber den Vorschlägen, die überhaupt im Raume sind, sondern dann wäre es hilfreich, mal umgekehrt die Diskussion zu führen, was stellen wir uns denn, uns ja, wir hier, also was stellen wir als großes Kollektiv uns denn jetzt eigentlich da so mal genauer vor unter dieser empirisch gestützten, ja keinesfalls wohl induktiv und einfach als empirische Generalisierung durchführbaren Theoriebildung? Das ist, finde ich, überhaupt nicht so selbstverständlich. Entschuldigung, der Jürgen Rath noch und dann Bernd Schnettler. Ja. Und so, ich habe die Frageliste jetzt geschlossen, die eine kleine Frage hat ausgereicht. Ja. Und auch ich komme wieder auf die Frage zurück, also die Frage, die ja letztlich endlich auch im Titel des Plenums steht. Ich würde also von leichtfertigen Verabschiedungen zunächst einmal versuchen abzusehen. Also es wurde schon vieles heute vom Tisch geschoben, anderes auf den Tisch hinaufgehoben. Ich hole jetzt etwas zurück, das wir unterwegs verloren haben. Systemtheorie ist keine Wissenssoziologie. Ich glaube das nicht. Mir hilft sie im Augenblick wieder. Ich glaube nicht, dass wir über die Differenzbildung von Bier und die anderen, über diese Differenzsetzung sehr weit kommen. Ich glaube auch nicht, dass wir über die Differenzsetzung nach innen, das ist trivial und das ist nicht trivial, sehr weit kommen. Also leichterdings eigene Wissensbestände, die wir uns hart erarbeitet haben, als trivial zu klassifizieren, davon das ist eine Selbsttäuschung, das ist ein Phantasma, den man auferlegt, wenn man meint, dass man, was man selbst verstanden hat, für alle selbstverständlich sein muss. Mir scheint es auf an eine Diskussion, die natürlich schon etwas älter ist, aber die heute auch wieder eröffnet wurde, über die Positionen vor allen Dingen von Martin und Joachim, nämlich die Frage Konstruktion, wie Martin das vertritt, als Leitwährung, entweder das oder Konstruktion als Phantasma. Natürlich wissen wir noch, das ist dann wiederum trivial, dass jede Konstruktion ein Phantasma ist. Aber sind gerade diese Phantasmen die Leitwährungen? Auch für Gesellschaftungen, für Gemeinschaftungen, auch für Denkgemeinschaften und Wissensgemeinschaften, wie wir es ja sind. Danke. Bernd Schnettler. Ja, der Joachim stellt einfach immer die richtigen Fragen. Also die das ist natürlich keineswegs trivial, sich zu überlegen, in welcher Form empirische Forschung und Theoriebildung zusammenhängen. Da gibt es auch Versuche in anderen Kreisen, das zu thematisieren. Und was völlig klar ist, dass es also mit einer aus der empirischen Forschung abgeleiteten induktiven Bildung von, sagen wir mal, einzelnen Begriffen nie so weit kommen wird, dass man daraus dann wiederum gesamte sozialtheoretische Grundlagen erarbeiten kann. Es können hin und wieder Dinge absinken, aber das sind ja auch völlig verschiedene Arbeitsweisen. Also wenn wir von Forschung sprechen und es geht um aktuelle gesellschaftliche Problemlagen, wenden wir ja ganz andere Instrumentarien an, als wenn wir uns fragen, was ist denn eigentlich die Grundlage der Vergesellschaftung, ne, und der
der Dynamik, die dazu beiträgt, dass sich überhaupt so etwas wie soziale Ordnung ausbildet. Also muss man doch bei der Frage, wie ist Empirie und Theorie verbinden, gerade darauf achten, dass wir verschiedene, sagen wir mal, Brennweiten dessen in den Blick nehmen, was da gerade als Theorie bezeichnet wird. Also völlig andere Fragestellung, ob es um die Klärung von Grundlagen der Sozialwissenschaften insgesamt, den Dynamiken sozialer Prozesse im ganz allgemeinen Sinne geht oder um die Betrachtung aktueller gesellschaftlicher Formationen. Ne? Und diese Differenzierung, ne, die würde ich also einfach stärker in den Blick nehmen und auch, ich denke, dass ihr da bei dem AK Theoretische Soziologie auch auf dem Weg seid. Ne? Ja, du kannst einen letzten kurzen Satz sagen aus dem Publikum, aber dann wäre Schluss der Veranstaltung. Also ja, zwei ganz kurze Sätze, wenn du erlaubst. Also erstens, Jürgen, du hast völlig recht, Exklusion ist ganz schlimm und man möchte sich nicht strafbar machen und mit anderen nicht mehr reden. Aber und zu unterscheiden zwischen Wissenssoziologie und Systemtheorie als Nicht-Wissenssoziologie heißt für mich nicht Leute ausschließen und mit gewissen Leuten nicht mehr reden, sondern ich denke, ich bin beides. Ich bin zum Beispiel Systemtheoretiker und Wissenssoziologe. Man kann das sein. Es ist eine Form von multiparadigmatisch motivierter Schizophrenie. Ohne die geht es eben nicht, mehr zu sehen als immer nur ein eindimensionales Bild. Also ich will sagen, es hat auch was mit Gegenstandsbereichen, mit Zugangsweisen, mit Erklärung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir auch Bereiche in der Gesellschaft haben, die funktionieren und soziale Ordnung konstituieren und das Handeln bestimmen, ohne dass man hier im klassischen Sinne hermeneutisch Sinn verstehen müsste, um zu begreifen, was da los ist. Manche Dinge kann man eben auch zählen und berechnen, aber gut, das ist ja trivial. Also nicht aus, ich soll nicht immer sagen, dass was trivial ist, stelle ich fest. Ja, das ist immer jedenfalls kränkend. Also noch einmal, also ich will ja gar keine Errungenschaften als uninteressant oder als nicht mehr wichtig in irgendeiner Weise desavouieren, sondern die Frage ist ganz ernsthaft, also was ist als eine typisch wissenssoziologische, theoretische Generalisierung eigentlich im Raum des Möglichen? Was kann man da eigentlich anstreben? Was möchten die vielen Wissenssoziologinnen und Wissenssoziologen, die im Nachwuchsbereich, die in ihren Qualifikationsarbeiten an einer konkreten empirischen Forschung sitzen, was möchten die mit Blick auf die Relevanz dieser Miniaturen, dieser hochehrenwerten, eher mikroskopisch eingestellten Forschung für generalisierbare Fragestellungen und Zusammenhänge, das möchte man doch wissen, in welche Richtung das geht. Und ist denn wirklich über den Traditionsbestand vermeintlich allgemeingültiger Sozialtheorien, ja, was ist überhaupt menschliche Handlungsfähigkeit, was ist überhaupt Grundlagen von Sozialität, ist denn darüber hinaus mit wissenssoziologischem Instrumentarium nichts zu holen, was spezifisch wäre für bestimmte Epochen einer sich globalisierenden Gesellschaft, was spezifisch wäre für regionale Konstellationen der globalisierten Gesellschaft mit Bezug auf die verschiedenen Sektoren der Welt, ist denn da nichts zu holen? Jetzt kann der Martin noch sagen, was da zu holen ist. Also das meine ich mit der Frage, was heißt empirische Fundierung der theoretischen Generalisierung? Ja. Ich... Komm, noch wenigstens kurz. Also ich mache das auch ganz klassisch, sozusagen... Mann, schau doch mal Berger-Luckmann an. Ich stress dich da, das ist mir völlig egal. Legitimierung, Institutionalisierung, über symbolische Sinnwelten reden, das sind doch keine Mikrophänomene. Also sozusagen, du hast doch da intern sozusagen die nach dir oder dir so wichtige oder uns oder systematisch wichtige makrohermeneutischen Perspektiven drin. Das kannst du sogar evolutionstheoretisch lesen. Ich würde dich immer noch fragen, was heißt denn Makro, was ist Evolutionslogiken und so weiter. Da müssten wir uns erstmal drüber verständigen, bevor diese Etiketten sozusagen kriterial relevante Fragen sind. Aber sozusagen diese Perspektiven, derartige Phänomene, hast du in der Grundlegung. Natürlich, klar. Dass man, und das heißt gar nicht einfach das Nachbeten, sondern analytisch und raffiniert und methodisch sicherlich weiterdenken. Aber die Logiken daran zu denken, die liegen da. Sorry. Okay, ich schlage vor, Sie bilden jetzt Vierergruppen und bearbeiten die Themen. Wir treffen uns zur Mitgliederversammlung und Sie stellen dann kleine Berichte vor. Ich danke Ihnen allen auf dem Podium im Saal fürs Zuhören. Haben Sie eine schöne Pause.